Ranger Shungo meldet sich erfolgreich zurück, nachdem er sich entmutet hat. Wir machen heute hier die Direktive Theta von Rio in Industries weiter. Ja, man hätte sich vielleicht vorher entmuten sollen. Verdammt. Und ja, schauen wir mal, wie wir das Ganze machen. Weil da habe ich noch keine Ahnung. Aber der Typ da vorne wird uns mit Sicherheit helfen. Und da gehen wir einfach mal gnadenlos hin. Howdy. Neon ist der einzige Ort, an dem man meine Talente respektiert. Boah, dann... Hast du einen Termin? Brauche ich nicht. Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Ich brauche keinen, weil Direktive Theta. Ah ja, Daltons Mädchen für alles. Jawohl. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Komm nochmal wieder, ich muss das Geld besorgen. Warum hat er halt nichts von den Credits gesagt, wenn ich dich bezahlen soll? Und sollte er das? Nichts ist umsonst. Kosten gibt es immer. Warum denn? Hier, komm, überzeugen. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Hilf mir doch einfach. Nächstes Mal arrangiere ich mich dafür. Glaube ich nicht. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Zweimal? Wir arbeiten für dieselbe Firma. Ich sollte eigentlich gar nichts zahlen. Für mich ist das hier eher ein Freelancer-Job. Ups. Ich muss die Credits nehmen, wo ich sie kriegen kann. Muss ich ein Auge zudrücken? In Neon? Wovon träumst du nachts? Jetzt bezahl! Hab ich. Ja, ne? Ja. Glaube. Gut. Hat ja überhaupt nicht funktioniert. Warum muss ich denen jetzt auch noch Geld geben? Das. Okay. Hallo. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Ein feines. Aber das von einer Bar aus? Nur wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe. Mit Fremden treffe ich mich gerne in der Öffentlichkeit. Ist sicherer. Warum also nicht in meiner Stammkneipe? Daltenfeines schickt mich. Also spart dir den Scheiß und lass uns zur Sache kommen. Wow, freut mich auch sehr. Zum Glück bist du nicht im Marketing. Mhm. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass der Preis verhandelbar ist. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Ja, das hoffe ich. Das höre ich gern. Wir finden schon eine Lösung. Kannst du die Augen zudrücken? In Neon? Wovon träumst du nachts? Jetzt bezahl. Ich hab nicht ewig Zeit. Wie soll ich denn das hinkriegen mit 3 Versuchen? Hab ich. Ich will nicht bezahlen. Doof. Wie willst du das hinkriegen? Du hast nur mal 1 Schritte und dann gehen die Versuche runter. Mich auch. Hast du einen Termin? Ja, komm. Sonst. Wow, freut mich auch. Ich habe ein Programm. Das hätte ich fast eh gedrückt. Oh, das ist der ganz. Kann mir das nicht leisten, wie schade. Weißt du was? Ich mag dich. Wir finden bestimmt eine Lösung. Sich auch zudrücken? In Neon? Wovon träumst du nachts? Nicht von dir. Ich dachte, Neon könnte man hier über alles verhandeln. Da würde ich mal sagen, falsch gedacht. Jetzt bezahl.
Alter, wie hartnäckig ist der denn bitte? Ist doch kacke. Ich will die nicht bezahlen. Vor allem, wenn es mir anbietet zu überzeugen, dann will ich es auch irgendwie hinkriegen. Ja. Neon ist der einzige Ort, irgendwie nur auf 1000 reduziert. Ja, hast komm. Du ein. Wow, freut mich auch sehr. Ich habe ein Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Ah, naja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Ja, das hoffe ich. Ich denke, ich habe das schon geschafft. Es bewegt sich langsam was. Ich habe noch nicht ja gesagt. Jetzt bezahl. What? Ich habe nicht ewig Zeit. Aber automatisch überzeugen hat doch das Ding gefüllt. Da. Ich hab doch automatisch überzeugt, das muss doch abgeschlossen sein. Aller guten Dinge sind 15. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Dalton Venus schickt mich. Wow, freut mich auch sehr. Zum Glück bist du nicht im Marketing. Ah ja, komm. Ich habe ein Pro. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Ich finde bestimmt eine Lösung. Ja, das hoffe ich. Das höre ich gern. Ich bin doch kein Weichei. Ah, naja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Redet. Da steht überredet! Ich finde bestimmt eine Lösung. Schön, dass du meine Situation verstehst. Schon gut. Kein Wunder, dass Ryujin dich angeheuert hat. Wie verpackt ist das denn bitte? Ja, toll. Tausender, sag ich doch. Oh. Erzähl mir mal mehr über diesen Gefallen. Während du im Tower herumschnüffelst, musst du nur noch kurz bei einer anderen Workstation Halt machen. Bei der von Camden Cho. Führe einfach das Programm auf der Slate aus, die ich dir gebe, und fertig. Ganz simpel. Was hast du mit den Informationen vor? Sagen wir einfach, nichts, was Ryuji nicht auch mit anderen machen würde. Was hast du mit Kamcho auf sich? Da geht's um einen anderen Kunden. Aber wenn jemand was über Camden rausfinden will, dann sicher nicht, weil er ihn mag. Arbeite für und nicht gegen Ryuji. Es scheint klug, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht in anderes verwickelt zu werden. Wie du willst. Dann reden wir wieder über die Bezahlung. Dafür habe ich mein automatisches... Ja. Okay. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Dartens Feines schickt mich, also spar dir den Scheiß und lass uns zur Sache kommen. Wow, freut mich auch sehr. Zum Glück bist du nicht im Marketing. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Was denn für einen Gefallen? Während du im Tower herumschnüffelst, musst du nur noch kurz bei einer anderen Workstation Halt machen. Bei der von Camden Cho. Führe einfach das Programm auf der Slate aus, die ich dir gebe, und fertig. Ganz simpel. Was hast du mit der Information vor? Sagen wir einfach, nichts, was Ryuji nicht auch mit anderen machen würde.
Was hat's mit Captain Joe auf sich? Da geht's um einen anderen Kunden. Aber wenn jemand was über Captain rausfinden will, dann sicher nicht, weil er ihn mag. Eher nicht. Ich arbeite für und nicht gegen Ryujin. Es scheint klug, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht in anderes verwickelt zu werden. Wie du willst. Dann reden wir wieder über die Bezahlung. Bin ziemlich sicher, dass der Preis verhandelbar ist. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ja, kenne ich. Schön, dass du... dachte, Nieren könnte man... schön, dass du langsam einen Standpunkt akzeptierst. Ich versuche, vernünftig zu sein. Ich habe einen Zug noch. Wir finden bestimmt eine Lösung. Das kann ich nicht. Jetzt bezahl. Ich habe nicht ewig Zeit. Ja, hier. Das immer wieder gerne. Dein Job ist simpel. Führ das Baby hier einfach auf Ularo Chens Computer aus. Das Programm macht den Rest. Wenn du fertig bist, bring mir die Slate nach Hause. Ularo hat sicher eine knackige Verschlüsselung, für die mein kleines Setup hier vermutlich nicht ausreicht. Gut, ich würde der Security hier sowieso nicht trauen. Schön, dass du noch mehr kannst, als nur herumzuschleichen und gut mit Worten umzugehen. Hier ist die Slate. Ich warte. Alles klar? Boah. Gut. Die mir eigentlich so nicht ganz gefallen haben. Also das mit der Überredung. Wie willst du es schaffen, in 3 Zügen maximal plus 4 zu kommen? Also, gar keine Chance eigentlich. Gut. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Hier stinkt es überall nach Fisch. Man sollte meinen, dass das die Leute abschreckt. Ich glaube, hier oben war ich auch noch nicht. Nö. Knopf drücken. Kam gerade ein Blitz. Oh, eine Kiste mit Schrott. Schön. Gut, machen wir den F5erich und rein in den Aal. Licht machen. Dankeschön. Öffne dich. Out of order. Bist du ne... Was? Was stand da gerade? Ich darf wieder nichts mitnehmen, ne? Halt! Im Namen des Gesetzes! Habe Kontakt mit dem Ziel verloren. Soll ich unbemerkt da reinkommen oder was war meine Aufgabe? Aber wie soll ich denn da hinkommen? Wenn da etwas war, ist es jetzt fort.
Nö. Ne, aber nur da komme ich nur wieder raus. Verdammt! Entwischt! Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was die Meldung war. Darüber gesprochen haben. Da geht's nach unten. Wenn ich ein Panel, wo ich theoretisch durch könnte. Nee, okay. Ich brauche keine Roboter. Ja. Zumal sie zu klein sind. Bist du mal ruhig? Träger oder Schutzschild zu dienen. Ja, geh halt vor. Ist in Ordnung. Sieht ja keiner. Okay, wir sind schon mal so weit gekommen. Rein? Nee. Das ist die richtige Etage, oder? Ich glaube, das ist die falsche Etage. Könnte die richtige sein? Mit 78 Metern, das ist halt ultra weit. Er guckt zur Wand. Sei nicht dumm! Halt! Sofort! Okay.
sollte sie ja auch unten lassen. Wir müssen Aaron finden. Amüsierst du dich etwa ohne mich? Ja. Ich erinnere mich dunkel. Verdammt, wo bist du? Ich weide dich aus! Ich sollte keinen töten. Upsi. Wo ist sie denn? Da. Ach, schöner. Amüsierst du dich etwa? Ja, komm. Läuft einer, läuft ein Robot. Okay. Müssen wir nur dahinter kommen. Wie, wat? Wie, Kopfgeld? War ich zu laut da oben? Oh, ich will kein Kopfgeld. Weg. Mist. Wir müssen Aaron finden. Oder zu. Das kann ich gern tun. Ja, weiß ich. Du bist ja eh eine Runde unsichtbar, also von daher. Also kann ich hier hochspinden. Hier öffnen und dann crouchen. Können wir erstmal einen F5-Rich machen, weil dann stoppt man wenigstens von hier. Okay, also muss ich da reingehen und dann da oben irgendwie woanders hin? Oh. Ja, überhaupt nicht anstrengend. Vielleicht hätte ich auch davor nicht so viel trinken sollen. Hä? Da hinter der Wand eine Wache. Ja, dann kann ich noch hier durchgehen. Oh, Alter. Kann ich mal bitte hier oben rein? Also, langsam hier lang gehen. Hier. Ah. Okay. Da bin ich hochgekommen. Diesem Ding muss ich mich schützen oder gucken, dass mich da keiner sieht. Oder hört. Hier schon mal geschafft. So, wie ist denn hier? Jetzt bin ich hier in der Küche. Wollte ich jetzt hier runtergehe? Huch. Nee, aus. Upsi.
Okay, der guckt nur in diese Richtung. Das ist der Robbery. Oben läuft einer. Da läuft einer. Läuft denn der hin? Da oben hin und her oder? Chillt dort, okay. Bleib stehen, wenn du weißt, Kacke. Was. Du hast hier nichts zu suchen. Ich bringe dich zum Verhör. Netter Versuch, aber das. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. So langsam glaube ich, du hast irgendwie Dreck am Stecken. Mm-mm. Wer warst du gleich nochmal? Genug geredet. Du kommst jetzt mit. Haben wir unsere Lektion gelernt, hm? Mist. Kacke. Okay, wir können nicht da lang gehen. Toll, schön, dankeschön. Kann ich bitte den hier nehmen? Gut, dann Luke zu. Schlechte Idee. Check. Hier hinten komme ich ja nur nach unten und unten irgendwie anders dahin. Du hast hier nichts zu suchen. Ich bringe dich zum Verhör. Mahlzeit. Gut. Er kriegst du nicht leben. Ja, klar. Dann war, glaube ich, der richtige Spielstand, der von der Luge war. Wobei, dann müssen wir da ja trotzdem runtergehen. Irgendwie eine andere Luke finden, dass wir uns hier verkrümeln. Weil der lehnt sich da an. Da kann ich da schon mal nicht lang gehen, wobei das der direkte Weg wäre. Da werde ich von da sonst befeuert. Da läuft der. Wow. Wow, 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 warum rennst du so? Warum? Hä? Warum kam das so angesprintet? Deswegen haben sie mich erwischt. Also hat er mich doch irgendwie oben mitgekriegt. Oh. Also Luke, schlechte Idee. Dann kommen wir ja eigentlich nur noch hier durch. Bei Luke und dann da raus. Müsst ihr rechts irgendwie durchkommen. Eine schlechte Idee, sondern auch. Von wo kam der? Von da. Der chillt dort. Der chillt dort. Halt! Im Namen des... Alter, warum? Okay. Darf ja keinen töten. Darf er wenigstens irgendwie aufladen oder so? Oh, kann ich. Wenn ich die aufladen kann.
Wenn ich nur den grill, ne? Wie viel Glück hat er bitte? Okay. Also muss ich dann schnell dahin. Dann kann ich ja die Tür aufmachen, hinter mir zumachen, fertig. Also ist der mir schon von unten gefolgt? Kam da direkt. Kacke. Oh, Kacke. Hätte weiterlaufen sollen. Okay, dann haben wir den Part schon mal abgeschlossen, hoffentlich. Alter, kann ich bitte... Oh. Ach, hoch muss ich noch. Ist ja überhaupt nicht nervig. Wie sieht's hier unten aus? Bin ich hier sicher? Oh, der läuft. Wo läuft der hin? Zu zweit. Oder gar zu dritt. Okay, da guck. Ah, da muss ich direkt hier runter. Okay. Bin ich? Ziemlich sicher nicht. Dein Arzt bei Reliance Medical soll sich das ansehen. Trägst du Sonnencreme auf? Klar. Am Strand, in meinem Schiff, sogar jetzt. Damit sehe ich ihn aus. Wieso komme ich hier nicht runter? Nämlich noch nicht noch kleiner machen. Okay, das passt. Ja, die mich aber von hinten sehen. Gar nicht schlimm ist, wenn ich jetzt hier oben rausgucke. Läuft was? Läuft um die Ecke, okay. Hier aus? Ja, links oder rechts rum, ne? Direkten Weg oder? Kacken.
Den Kreis gelaufen. Sind die beiden hier gewesen? Was sagt denn der Roboter zu mir? Bleib stehen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Du machst das nur noch schlimmer für dich. Halt! Im Namen des Gesetzes! Ich glaube, ich habe ein dezentes Kopfgeld. Ging nicht anders. Sei nicht dumm! Halt! Sofort! Wieso ist es so hell hier? Wie? Ein. Zwei. Okay, das ist schon mal hier unten. Der bleibt ganz unten. Okay. So und so. Okay, dann sind die schon mal für unten gesetzt. So, was ist mit dem hier? Nee. So, ja, so. Das ist ein zweiter Ring. Der gar nicht. Der unterste Ring. Wieso für den untersten Ring drei Dinger? Ach du Heilige. Hier irgendwas mit dem zweiten Ring? Der hier. Der hier auch? Jo, dann nehmen wir den und den. Im Urlaub, nach Film, okay. Datenschutzerklärung. Okay. Sicherheitsupdates. Morgen sind Routineprüfungen, okay. Nachrichten, Lieferung. Paket im hohen Wert, also meine, das nicht hier gehört. Sollen wir eine Übergabe vereinbaren? Okay. Tomohikage Yashi, ich konnte bestätigen, dass Tomohikage mit seinem Netzbericht, bla bla bla, okay. Lieferungsbestätigung, ja, Gesundheit, Mittag. Okay, sonst nichts weiter. Oh. Feuer auf Ziel eröffnen! Bin getroffen! Das sind aber viele.
die mir ans Leder wollen. Oh. Okay. Darüber muss ich, ne? Bin ich denn da hingekommen? Bin ich von da unten oder? Wenn der Fünferich machen? Mietzellenknast oder? Officer braucht Hilfe! Achtung! Was? Das ist sinnlos! Kontakt verloren. Ein Glück. Was ist mit ihm hier? Schläft er noch? Kacke! Kacke! Hier! Kacke! Wir sind hier! Was zum... Hey! Komm raus! Oh, Alter! Nein, da unten geht's in den Knast. Wieder alle beruhigen, bitte. Warum ist die auch in dem Moment aufgewacht? Geht der Haut ab? Aber die folgt mir nicht. Warum hatten die jetzt das Ding getötet? Sollte ich doch gar nicht tun. Oh oh. Oh oh. Ja, ja. Oh, Kacke. Wie komme ich hier weg? Wie komme ich ja gar nicht durch? Bin ich da reingekommen? Bin ich hier rein? Irgendwo. Ah, hier. Ja. Yeah. Hallo. Alter. Darauf habe ich gewartet. Warum komme ich denn da nicht hoch?
Wir haben sie wohl verjagt. Alter. Um mich bitte. Boah, Alter, das ist ein Krampf. Kann ich bitte hier runterfallen? Ich hoffe, das wurde nicht ausgelegt, weil sie jemand getötet hat. Verdammt, da bin ich doch da hinten lang. Ich hab nicht an Andrea gedacht, dass sie ja potenziell auch eskaliert. Ihre Wumme. Lagerhaus 04? Nö. Oh, okay, den gehen wir halt hier hoch. Ey, weg da. Ich muss hier durch. Wieso wollen die alle zu nix? Ist da irgendwas Besonderes? Fühl dich wie zu Hause. Nimm nur keine Souvenirs mit, wenn du hier bist. Okay. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. Die beste Security, die man sich vorstellen kann, aber ich bin halt einfach gut. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht, oder? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Also glaube ich dir sogar. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Das Programm, das ich dir für Olarus Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Ularu hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Ja. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Es explodiert nicht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Gut. Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Mhm. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Gut. Dann wird davon erfahren, dass du gegen unsere Abmachung verstoßen hast. Ich bringe die Slate gleich zu Dalton. Mach das. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Eigentlich ein Verräter. Ah! Wow! Das war ich ein bisschen sehr erschrocken. Hallo. Wir sind hier für einen Stau. Das weißt du nicht von mir. Ayu Plaza. Automatik speichern. Okay.
Es ist nicht gut, was ich gerade vorhab, weil Security ist böse auf mich. Okay. Okay. Ich quatsch die nicht an, das muss ich wieder zahlen. Managerbüro. Mach hier keinen Ärger. Nee, mach ich nicht. Ich bin gerade hier alles aufgeräumt. Oh nee. Hast du die Dateien? Ja, hab ich. Dein Besuch im Tower lief wohl nicht so sonderlich gut. Unsere Rechtsabteilung kümmert sich um die Toten. Hoffentlich hast du wenigstens die Daten. Kacke! Taylor, kann ich die Marketinganalyse sehen? Die würde ich vor dem Treffen gerne nochmal durchgehen. Hast du die nicht? Was? Nein! Wir sind noch nicht fertig. Cheat. Weil die halt auf den Typen geschossen hat. Es hätte nicht passieren dürfen. Meine Sensoren haben mögliche Feindaktivität erfasst. Okay. Was zur Hölle war das? Steh auf. Das war's. Dann eben das nächste Mal. Oh, Alter, komm ich mal hier bitte hoch. Sie sind hier! Achtung!
Mann! Warum ballert die rum? Oh, Buddy. Einfach nur auf Buddy schießen. Okay, dann kriegen wir doch hin. Aber sie soll nicht schießen. Wie kriege ich denn das wieder hin? Gar nicht, ne? Darauf habe ich gewartet. Schieß nicht. Sie wohl verjagt. Gut, Fahrstück können wir nicht fahren. Da komme ich nicht durch. Wieder hier. Oh. Ah, diesmal ging's besser. Ich hoffe, dass es diesmal mit einer besseren Bewertung endet. Das war kompliziert. So, muss ich irgendwie da runterkommen? Okay, nicht von hier. Wieder so viele hier. Einer. Neon Jeff. Ist der einzige. Ja, du hast es echt. Ja, komm hier. Und jetzt nehme ich. Los jetzt. Keine Zeit. War schon viel zu lange hier rum. Das Programm, das ich dir für Olarus Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Olaru hat eine beeindruckende Verschlüsselung. Ja, deine ist besser, bla bla. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Boom, schon. Ich habe die neu streng genommen so... Slate zu Dalton. Ja, hier ist die Slate. Ja, komm. Lass mich frei. Ah. Sollte theoretisch jetzt keiner tot sein. Aufmerksamkeit habe ich auf jeden Fall gesorgt, dass da was passiert ist, dass da irgendwas los war. Aber es ist zumindest keiner gestorben. Weißt du, warum der Quinn?
Caillou Plaza. Lass mich durch, ich bin kein Chirurg. Manager. Piep, piep, piep. Komm. Ist es getan? Nun, ich darf dir wohl gratulieren. Es gab zwar ein paar Meldungen, aber nichts, was einen Alarm ausgelöst hätte. Ja. Oh. Jetzt können wir weiter. Nix hat alles problemlos entschlüsselt. Das hier hat er mir gegeben. Naja, ich war erfolgreich, aber du solltest dich definitiv um ein paar Dinge kümmern. Ich habe die Daten, aber wegen unserer Abmachung verstoßen und sie mich selbst angesehen. Ich dachte es mir. Zum Glück hat er kein Motiv, diese Information gegen uns einzusetzen. Ah, okay. So, was haben wir denn hier? Bin der jetzt aber dahin? So. Au. Hm. Kaum zu glauben, aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Ein sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salso, Senior Operations Specialist und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Das kann nicht sein. Das glaube ich einfach nicht. Sie hat die Mittel und den Zugang. Aber es ist selten so einfach. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Boah. Das würde sie nicht wagen, solange ich hier bin. Willst du es dir nicht selbst vornehmen? Ich will nur eine Szene vermeiden. Wir können keine wilden Gerüchte brauchen. Ja, okay. Und wenn sie flieht? Wenn sie flieht, beweist das wohl ihre Schuld. Und du musst sie leider eliminieren. Imogen würde es niemals zulassen, dass du sie überwältigst und herbringst. Sie weiß, welches Schicksal denen droht, die diese Firma verraten und geschnappt werden. Behalte ich sie im Auge. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Okay. 3500 verdient und... Bläh. Mach hier keinen Ärger. Ja, komm. So, kann ich hier durch? Ja, weiß wieder grob, wo ich bin. Operations. Guten Tag. Hab einen Termin. Machst du brauchst du was? Nö. Ich brauch nicht. Das gehe ich lieber ordentlich an. Naja. Jo, lang. Ja. Nerv meine Techniker bitte nicht zu sehr. Klopf, klopf. Zu tun. Lass mich raten. Du suchst Imogen? Ja. Wie du sicher schon gemerkt hast, ist sie nicht hier. Was sehr schade ist. Sie muss nämlich noch einige Dokumente unterschreiben. Sie ist sehr gut darin, Schreibtischarbeit zu vermeiden. Perfekt. Was? April, kann es die nicht Recherche, die du wolltest, ist fertig. Ein Schreibtischjob fühlt sich wie eine reine Zeitverschwendung an. Tja, die Schreibtischarbeit hält deinen Credstick voll und die Firma zwei Schritte voraus. Also, warum suchst du Imogen? Hat sie Ärger? Bin ich hier, um zu tratschen? Sag mir einfach, wo Imogen ist. Du bist doch diese Spaßbremse. Mhm. Imogens letzter Aufenthaltsort war Frankie's Grab and Go, was natürlich nur eine Fassade für das Seoka-Syndikat ist. Wenn du sie jagen willst, musst du dir das vom Management genehmigen lassen.
Dalton ist wohl am besten. Lass mich raten, Benjamin Bio hat da irgendwie seine Finger im Spiel? Ich hatte vergessen, dass du Neon und Bayos Netz aus Verbindungen kennst. Wenn du effizient sein willst, kannst du Dalton auch überspringen und direkt zu Bayou gehen. Der ganz kurze Dienstweg. Viel Glück bei der Suche nach Imogen. Ach ja, und falls du sie tatsächlich findest, sag ihr, dass ich dir geholfen habe. Bayou reden, okay. Benjamin, Lobby. Ne, da gibt's keine Waffen, Schulzi. Grüß dich. Bio da. Nein, keine mehr. Gar keine mehr. Nicht mal eine. Die Gerüchte sind wahr. Ne. Die sind aus, weil zu viel Zucker drin. Ja, viel zu süß. Schon mal Space haben begegnet? Willkommen in der Galaxie. Über 100 Jahren ranken sich Legenden. Hast quasi heute geschafft, endlich. Wahrscheinlich gerade erst dann zu Hause rein. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ah, okay. Perfekt. Was? Wie? Hallo's. Etwas essen und Kaffee wären vielleicht auch nicht schlecht. Du kannst auch einen Tick lauter reden. Wir sind hier im Club. Im Club. Ja. Hab mir Sachen gemerkt. Juhu. Wo muss ich hin? Dahin. Hau ich. Okay. Dann eine Runde außen rum. Guten Tag. Neuer Tag, neue Schicht. Ein F5-Rich machen wir erstmal hier und dann. Hey, Benjamin, was los? Ich habe niemanden kommen lassen. Was willst du? So. Komm von Riochin. Ich brauche eine Genehmigung, um das Versteck des Syndikats zu betreten. Und warum sollte ich dir diese Art von Erlaubnis erteilen? Besprich das mit Dalton Finnis. Ich habe dafür keine Zeit. Du kannst mir glauben. Er wird davon erfahren. Meinetwegen kann dich das Syndikat in Stücke schlagen, sobald du deinen Fuß dort hineinsetzt. Verschwinde jetzt, bevor ich dich rauswerfen lasse. Hey. Genieße deinen neuen Auftrag. Es könnte dein letzter sein. Ich hörte, deine elegante Verbindung zu Janadine hat dich in Schwierigkeiten gebracht. Du wirkst ja reichlich selbstzufrieden. Die Anklage habe ich dann wohl dir zu verdanken. Bitteschön. Aber egal. Es hat mich zwar einige Credits gekostet, dieses kleine Debakel zu begraben, aber ich bin kein bisschen böse auf dich. Im Gegenteil. Ich bin beeindruckt, dass du den Mumm hattest, mich zu verraten. Der fehlt diesen Idioten, mit denen ich arbeite. Ich behalte dich im Auge. Ich glaube, du könntest eine lukrative Zukunft hier in Neon haben. Was geschieht jetzt mit Bryce und Bayou? Wenn du denkst, dass ich meinem eigenen Bruder auch nur ein Haar krümmen würde, tja, dann hast du recht. Aber in diesem Fall sollten wir lieber mit einem langen Gespräch anfangen. Ich will zu gerne wissen, warum zur Hölle er mir ein Messer in den Rücken gerammt hat. Ich sage es mal so. Was auch passiert, ich verspreche, ich mache dich nicht nachträglich zum Mittäter. Außer du fragst ständig danach. Hör auf, mich zu stören, wenn es nicht wichtig ist. Okay. Miau. Vorsicht rechts. Piep. Thank you.
klopf. Warum ist das hier eine komplett andere Musik? Das verstehe ich immer nicht, aber egal. Mir Wurst. Könnte für einen Kaffee dann jemand umlegen. Okay. Das Versteck ist also hier irgendwo. In Appsite. Na freilich in Appsite. Kann ja nur schief gehen. Okay, hier bin ich aber falsch. Perfekt. Rein da. Ich muss das erledigen. Ich hoffe, du hast auch Credits. Hast du dich verlaufen, Kindchen? Hätte ich nicht auslassen sollen. Oh, ich stelle mich nur um. Dann beeil dich bitte. Ich will hier kein Rumgelungere. Als mein Mann und ich den Laden aufgemacht haben, war ich richtig optimistisch. Aber alle außer den Stammkunden bringen inzwischen nur Ärger. Du, ich werde keinen Ärger machen. Das werden wir noch sehen. Wie läuft denn dein Geschäft hier? Ich bin zwar nicht auf der Hauptstraße, aber ich halte mich über Wasser. Meine Stammkunden sind zum Glück sehr treu. Nett. Neon schwebt überm Wasser. Perfekt. Hast du diesen Laden zusammen mit deinem Mann aufgemacht? Solomon dachte, ein kleiner Laden mit niedrigeren Preisen würde ein Riesenerfolg werden. Nur wurde er leider bei einem Raubüberfall erschossen. Blöd gelaufen. Jetzt leite ich den Laden alleine. Da verstehst du sicher, dass ich keine Fremden im Laden mag. Leute kommen außer deine Stammkunden hier rein? Hauptsächlich Leute aus diesen dämlichen Gangs. Die Disciples und Striker streiten sich ständig, wer das Sagen hat, und interessieren sich ein Dreck, wessen Leben sie ruinieren. Hast du ein schönes Angebot? Nur das Übliche. Bier aus dem Trinkpack. Auch nicht schlecht. 50 Garb. Ja, nichts Gescheites. Wir sehen uns. Ja, ach. Entschuldigung. Ich wollte hinter dir. Entsperren. Schlüssel erforderlich. Wow, wow. Wohin willst du? Zutritt nur für Personal. Ich suche jemanden. Man hat mir gesagt, dass ich hier fündig werde. In meinem Zimmer? Wohl eher nicht. Warum sagst du mir nicht, was du wirklich willst, bevor ich dir das Gehirn rauspuste? Mit was für einer Waffe? Du hast keine. Tja. Ich komme von der Deutschen Industrie. Ich muss mit einer Kollegin sprechen. Ich weiß, dass sie hier ist. Ich weiß mit Sicherheit, dass diese junge Dame nicht gestört werden möchte. Also, verzieh dich. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht komme ich nachher durch die Tür durch. Oder auch nicht. Was? Wo? Oh. Wo ist das denn? So, mobiles Krankenbett. So, also, hier unten ist Wasser. Jetzt da hoch. Ich frage mich schon mein ganzes Leben. Naja? Hilfe. Bisschen streng. So, wie komme ich da sinnvoll da hoch? Darüber schon mal ein. Ah! Nicht durch! Also doch da, wo ich zuerst langlaufen wollte. Okay.
Hm? Shoddy? Was macht ihr denn mit Shoddy, bitte? Dann gehen wir halt noch höher. Klopf, klopf. Du und du. Jo. Die Sam. Achso, schon vorbei. Hm? Sessel? Sonst nix? So, und jetzt? Ah. Tag. Bump. 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 Ich dachte mir, dass du Ärger bringst. Die Straßen gehören uns. Ja, ein Arzt. Schnell abhauen! Los! Was? Wo? Wer? Wie? Mich reinlassen? Hey. Oh. Hier oben lang. Ich bin ja halb tot. Richtig Spaß hier, ne? Ich bin getroffen! Alter! Wer den Grundanleger ist tot! Mich hat's erwischt! Wo ist er denn hin? Alle weg hier! Wir kümmern uns später darum! Reddits. Juhu.
Atomschacht. Noch mehr in einem Schacht. Was für ein mieses Verschwörer! Ich steige aus! Jeder für sich! Nein! Nein! Oh, Kacke. Nicht mal schlafen gelegt. Danke, Schulzi. Worauf habe ich nur gewartet? Boah, gut, ne? Dann könnten wir hier eigentlich auch mal richtige Waffen nehmen. Wenn wir schon da eskalieren müssen. Huch. Hey, was los? Ja, vielleicht eine gute Idee, sonst stattfinden wir alle. Feuer. Macht sie fertig! Na, oh. Mich hat's erwischt! Du bist ein toller Mann! Hey, wer schmeißt mit Granaten? Aber nicht gerade wenige. Ins Gesicht. Warum? Hm? Gang so nah. Ach hier. Was dachtest du denn, was passiert? Oh, das ist Zimmerchen. Ich brauche Deckungsfeuer. Ah, nee. Ich bin raus. Nee, Toast bist du. Nette Waffe. Das? 15. Das kannst du ja knicken, ey. Was nimmt man hier? Oh ja, die ist doch gut. Genau, was mitnehmen? Oh, nehme ich. Bring das Schwein um. Benutzen. Open. Ah. Nett. Wo denn nur? Da. Ey. Ja, ne? Unglaublich, aber wahr. Was gehört, Schulzi? Ich bin unglaublich. Komm, zeig dich. Scheiße, nicht mehr. Ich habe auch nichts gesagt. Ich habe ja gehofft, dass du es so mitkriegst. Dann viel Spaß beim Schnipseln. Halt, Agent, stopp! Du beruhigst dich jetzt bitte und lässt mich alles erklären. Boah, dann, ja. Wo ist denn hier drin?
Opa. Aha. Battles. Ja, dann schieß los. Ich dachte mir schon fast, dass sie dich schicken. Jetzt habe ich erst gelesen, du bist ja jetzt ganz schön in Erkältungsnot, aber Erklärungsnot macht viel mehr Sinn. Ich weiß, es sieht nicht gut aus, aber ich hatte keine Wahl. Olaru hat mich reingelegt. Ja, ich habe als Doppelagentin gearbeitet, aber nur, weil sie es mir befohlen hat. Es ging um Täuschung, nicht um Profit. Und das Dominion-Projekt ist weit über meiner Gehaltsklasse. Ich könnte es nie liefern. Nicht absichtlich. Ich lasse Olaru nicht gewinnen. Wenn du Beweise hast, werde ich die übermitteln. Du vertraust mir einfach so? Das freut mich. Aber ich hätte gedacht, dass ich meine maximalen Überzeugungskünste einsetzen muss. Yuchun ist ein Sinnbild für Korruption. Das mit Olaru klingt völlig glaubwürdig. Ich sehe förmlich, wie Genevieve und Alexis zusammenzucken. Wenn man lange genug in Neon lebt, fängt man automatisch an, die dunkle Seite zu sehen. Auf dieser Slate sind die Beweise für meine Unschuld. Du musst nur dafür sorgen, dass Dalton sie sieht. Ja, gut, dann ich kümmere mich drum. Das hatte ich gehofft. Ich bleibe aber im Untergrund, bis ich höre, dass die Luft rein ist. Solange Olaru noch glaubt, dass ich auf der Flucht bin, glaubt sie auch, dass ihr Plan funktioniert. Und ich weiß, dass du das im Büro nicht oft hörst, aber danke. Ich habe schließlich dafür gesorgt, dass ich so weit gekommen bin. Also deswegen helfe ich ihr auch. Chefetage zur Rede stellen? Oh, guck mal, die schlafen hier alle. Ist doch mal hier in der Gang. Die pennen ja alles. Alles nur Penner. Geh durch. Kann ich hier Hebel ziehen? Wo bin ich denn hier gelandet? War ich hier überall? Nö, ne? Ich hab's aber nett hier. Er ist nie ausgebrochen. Sind aber hier aggressiv. Also mit so einer Gegenwehr habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich sehe noch jemand im Serverraum steckt. Steckte. Ja, die Strafe. Sonst irgendwas? Nee. Was hat das hier? Musik hören? Na los! Lauf, du Schleimschein! Warum legst du dich auch mit? Ah! Mit wem? Hallo? Vielleicht mal einen Satz zu Ende bringen, bevor du stirbst. Hä? War ich da vorne schon? Ah, nee. Safe gehen wir nicht ran. Hä? Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verlaufen und so.
geht's runter. Ah! Ah, Ausgang. Hä? Und jetzt? Gut, das war eine Tür. Wo komme ich hier raus? Ja, hier, open the door. Bies. Ha! Ich hab ja gesagt, ich komm hier raus. Hoffentlich läuft bei uns jetzt alles wieder normal. Ja, ja, guck mal. Es sind noch Sleep Crates. Ja, nee, hier wenn nicht. Wo geht's hier lang? Hier. Ah, jo. Da ist er. Website ist kommen. Chefetage, bitte. Anacha Büro. Sprich mit Yuko. Bevor wir das machen, würde ich mal eine kurze, schnelle Pause machen. Und dann sage ich mal hier, bis gleich. Jo, dann sprechen wir mal mit Yuko. Bist du Yuko? Hey, bist du Yuko? Jo. Oh, wer kommt denn da? Optional. Mhm. Dalton wird durchdrehen, wenn er erfährt, dass du beim Syndikat warst, ohne mit ihm zu reden. Führung, ich habe die Initiative ergriffen. Dalton sollte mir dankbar sein. Das werden wir ja sehen. Immerhin warst du so vernünftig, mit Bayo zu sprechen. Also, was hast du herausgefunden? Geht gar nichts an. Hast du mich zum Ausspionieren lassen, um es selbst... Was? Hast du mich nicht ausspionieren lassen, um es selbst... Was? Hast du mich nicht ausspionieren lassen, um es selbst rauszufinden? Okay, jetzt habe ich den Satz auch verstanden. Holy shit. Im Syndikat? Da kommt niemand rein. Und wir beide wissen, warum das so ist. Imogen wusste genau, was sie tat, als sie dorthin ging. Was sind dir die Informationen wert? Meinst du etwa, ich bezahle für diese Information? Vergiss es. Früher oder später landet sie sowieso auf meinem Schreibtisch. Und ich kann ziemlich geduldig sein. Ich muss Dalton um meinen Bericht bitten. Ich dachte mir, dass du das sagst. Viel Spaß mit Dalton. Mhm. Früher oder später kriege ich das sowieso alles mit. So, was ist das? Optional? Ja, machen wir es oben, das Optionale. Chef Etage. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Was denn hier? Wieso komme ich hier nicht durch? Lass mich durch. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ja, ja, komm. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich will dir die Chance geben, alles zu gestehen, bevor ich dort sage, dass du da der Maulwurf bist. Wie bitte? Ich mache lieber die Tür zu, bevor du noch mehr sagst, was du bereuen könntest. Einen Moment. Oh oh. Die Tür ist zu. Schlösser sind aktiv. Oh.
Schon besser. Und das war eine wilde Geschichte, die du mir gerade aufgetischt hast. Und ein schwerer Vorwurf. Und woher kommt dieser völlig abstruse Gedanke, bitte? Willst du wirklich solche Spielchen spielen? Einfach zu, dass du der Maulwurf bist. Ah, das ist ein Spiel. Ist mir neu. Überzeugen? Komm schon. So ein komplizierter Plan. Willst du nicht unbedingt jemanden einweihen? Ich muss hier niemanden außer mir beeindrucken. Wenn du gestehst, kann ich Dalton dazu bringen, Nachsicht zu üben. Dalton? Offensichtlich kennst du ihn nicht. Ich will nur rausfinden, auf wessen Seite ich stehe, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Informiert hin oder her, die richtige Seite wäre meine. Da hat wohl jemand an seinen Business-Skills gearbeitet, was? Schön. Ohne Speicher. Nachdem nur wir beide hier sind, gestehe ich. Ich habe das Dominion-Projekt an Infinity Ltd. geleakt, aber ich bin kein Maulwurf. Ich wüsste, dass nur jemand aus der Chefetage das Domino-Projekt liegen könnte. Bei der ganzen Geheimhaltung und Sicherheit bei diesem Projekt kann ich bestätigen, dass das stimmt. Ich bin kein Maulwurf, sondern eine Opportunistin. Und niemand ist Ryujin gegenüber loyaler als ich. Masako dagegen lässt gerade ziemlich nach. Ryujin braucht eine starke Führung. Einen CEO, der auch schwierige Entscheidungen treffen kann. Lass wohl langsam nach, wenn dir nicht klar ist, dass du eine Verräterin bist. Was meinst du mit schwer... Alter, wie viele Optionen bitte? Wenn es dir nur um Masako geht, warum hängst du die Sache dann Imogen an? Imogen sollte gar nicht darin verwickelt werden. Aber als du mit Informationen über das Dominion-Projekt kamst, wusste ich, dass Infinity es verbockt hatte. Ich musste schnell handeln. Imogen ist die einzige, bei der Dalton und die anderen glauben, dass sie es durchziehen konnte. Es musste sie sein. Wenn du so loyal bist, warum hast du dann das Domino-Projekt an Infinity geleakt? Das gehört alles zum Plan. Aber keine Sorge. Infinity Ltd. wird Vinas Arbeit niemals abschließen können. Dafür habe ich gesorgt. Was meinst du mit einer schweren Entscheidung? Was glaubst du denn? Wenn jemand eine Gefahr für deine Familie darstellt, wartest du dann geduldig, bis er zuschlägt? Natürlich nicht. Du eliminierst die Bedrohung, bevor sie handeln kann. Manchmal sogar, bevor sie erkennt, wozu sie fähig wäre. Masako wäre nicht CEO, wenn sie keine schweren Entscheidungen treffen könnte. Damals ging es bei einer schweren Entscheidung darum, Leute auszunehmen oder um Wirtschaftskriminalität. Heute geht es darum, den Erfolg zu sichern. Egal wie. Nachdem du das jetzt weißt, wollen wir mal sehen, ob du schwere Entscheidungen treffen kannst. Oh. Mit deiner Hilfe kann ich Masako ausschalten. Und es lohnt sich für dich. Also, auf wessen Seite stehst du? Auf Masakos? Oder Ryujins. Masakos Seite ist Ryujins Seite und das ist die Seite, auf der ich stehe. Es ist mir egal, wie du es ausdrückst. Du bist eine Verräterin und ich halte zum... Wenn es dir wirklich nur um Ryujins Interessen geht, bin ich auf deiner Seite. Wenn mein Job damit gesichert ist, bin ich auf deiner Seite. Kluge Entscheidung. Da ich jetzt weiß, wo deine Loyalität liegt... Tu einfach, als hätte sich nichts verändert. Wenn du einen Sündenbock für das Dominion-Projekt suchst, verfüttere Imogen an die Wölfe. Ich melde mich, wenn es Zeit für die nächste Phase meines Plans ist. Wow! Die Tür öffnen, bitte. Gut, dann mache ich es halt selber. Okay. Der Deal wäre so wichtig für meine Firma. Ich hab dich im Blick. Auf der Chefetage hat Ryujin keine Kosten gespart. Gut.
Selbst wenn sie etwas vermutet, wird sie vermutlich keine Szene machen. Dafür ist sie zu klug. Da bist du ja. Und von Imogen ist nichts zu sehen. Und ich dachte, es wäre eine einfache Aufgabe, sie zu finden. Lügen. Ich kann nur lügen. Okay. Imogen ist der Maulwurf, sie ist geflohen, als ich sie fand. Nix Beweise sind handfest. Imogen ist der Maulwurf. Imogen hat auch anscheinend alle reingelegt. Er hat versucht, mich umzubringen. Imogen muss der Maulwurf sein. Sie ist geflohen, als ich sie fand. Ich hatte befürchtet, dass die Beweise von Nix echt sein würden. Ularu wird sehr enttäuscht sein. Ich lasse ihren Standort von Yuko bestimmen. Dann können wir sie verfolgen. Hast du wenigstens Daten gefunden, wie sie auf das Dominion-Projekt zugreifen konnte? Puh. Ich hatte nur die Anweisung, Imogen zurückzubringen. Sie hat erwähnt, wie stümperhaft... Nein. Nein, sie hat wohl alle Beweise vernichtet, die wir gebrauchen hätten können. Sie hat sich mit dem internen Neuroamp alle Daten besorgt. Braucht. Na, das erste klingt gut. Nee, er hat wohl alle Beweise vernichtet, die wir gebrauchen hätten können. Kann sein, bei ihrer Ausbildung. Ich darf nun damit anfangen, einen Bericht zu schreiben, um das alles zusammenzufassen. Glückwunsch. Und bis dahin hat Masako deine Anwesenheit in der F&E-Abteilung erbeten. Du sollst in Wiener Kalras Büro kommen. Kannst du mir irgendwas über Wiener Kalra sagen? Wiener leitet die Abteilung für Forschung und Entwicklung. Sie hat das Dominion-Projekt gestartet und wird oft als Protégé von Rey Dakaris gesehen, Ryujins Mitgründerin. Wie komme ich da hin? Nimm einfach den Aufzug zu Forschung und Entwicklung. Du findest Dr. Kalras Büro vom Eingang aus zu deiner Linken. Irgendwas mit links. Keine Ahnung, warum Masako mit mir reden will? Masakos Fokus liegt darauf, wie man mit Infinity Ltd. und ihrem Wissen um das Dominion-Projekt umgeht. Du bist für ihre Pläne wohl sehr wichtig. Gut, dann überlasse ich dir die ganzen Maulwurfsachen da, Dingens, ne? Nicht, dass es mir Spaß macht, aber diese Berichte erstelle ich grundsätzlich immer selbst. Wow, okay. Mach hier keinen Ärger. Wir stürzen anscheinend die aktuelle CEO von Virgin Industries und sind Teil davon und kriegen vielleicht dadurch auch Macht. Deputy Shunguf entwickelt sich weiter. So. Mach hier keinen Ärger. Ich mache ja definitiv keinen Ärger. Ich mache erstmal einen F5erich. Ich brauche das Rotizid, um den Neuroamp fertigzustellen. Ich habe nur Angst, dass die ganze Station ausgelöscht wurde. Keine Sorge. Wir gehen der Sache nach und finden die Lieferung. Gut, du bist da. Wir brauchen einen Plan, um die Kontrolle über diese Situation mit Infinity Ltd. zu übernehmen. Okay, dann was soll ich tun? Bin zu allem bereit. Das kommt noch. Wir wissen nicht, ob Infinity die Neuroamp-Baupläne schon kennt. Wir müssen also zuerst einmal unser Produkt fertigstellen. Ich stelle dich Wiener Kalra vor, unserem Head of Research and Development. Sie weiht dich in die Details ein. Ja, Details. Der interne Neuroamp soll nämlich aus zwei Teilen bestehen. Der erste, von Infinity gestohlene Teil, ist für die manipulativen Effekte zuständig. Der zweite Teil ist eine Schildmodifikation, die den Nutzer vor anderen Neuroamp-Nutzern beschützt. Mhm. Wie kannst du sicher sein, dass der Maulwurf nicht auch Infos über die Schildmod gestohlen hat? Tja, das können wir nicht. Aber der Schildaspekt war nie offiziell Teil des Dominion-Projekts. Das kam erst als nachträgliche Überlegung, wie wir verhindern, selbst manipuliert zu werden. Daher wird er als separate Mod entwickelt. Die Forschung stand noch am Anfang. Zu früh für eine Freigabe durch den Vorstand. Daher wissen nur ich, DeMarcus und Masako davon. Hm.
Der massive Vorteil, die Schildmord exklusiv für uns zurückzuhalten. Und wie? Wir wären als Einzige sicher. Man will sich ja vor dem eigenen Produkt schützen. Sobald Wiener den internen Neuroamp und die Schildmord fertigstellt, wirst du mit beidem ausgerüstet und infiltrierst Infinity LTD. Wir dürfen den Einsatz nicht riskieren, bis dein Verstand ausreichend geschützt ist. Vertraust du mir diese Technologie an? Du arbeitest für Ryujin und hast eine Aufgabe. Wir haben dir bisher vertraut, also können wir das wohl auch weiterhin tun. Gehst einfach davon aus, dass ich bereit bin, das Versuchskarnickel zu spielen? Wir erwarten von unseren Angestellten, dass sie für den Erfolg von Ryujin alles tun. Du musst das als Chance sehen, nicht als Risiko. Und bei Wiener bist du in guten Händen. Ja. Ich keine Chance, ich mag mein Hirn so wie es ist. Nee. Na gut, wenn es sein muss, werde ich mich der Prozedur unterziehen. Gut, das wollte ich hören. Und ich brauche nur das letzte Puzzleteil. Perfekt. Das letzte Problem bei beiden Designs war die Suche nach kompatiblen Leitmaterialien, die der menschliche Körper nicht abstößt. Ich habe endlich die perfekte Legierung, brauche dazu aber ein neu entdecktes, raffiniertes Element namens Rutizid. Und da komme ich ins Spiel. Wir haben einen Geheimvertrag mit Consolidated Mining, um das Rutizid abzubauen, zu verarbeiten und uns zu liefern. Die letzte Lieferung ist verspätet und weder wir noch Consolidated Mining haben etwas von der Carinae Station gehört. Eine Miningstation, die nicht reagiert? Das kann nichts Gutes bedeuten. Genau mein Gedanke. Du musst hinfliegen, die Lieferung sichern und sie herbringen, damit Wiener ihren Prototypen fertigstellen kann. Und ich will wissen, was passiert ist. Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, damit es nie wieder passiert. Mein Monitor ist aus. Jetzt ist er wieder da. Okay. Rechnet damit, dass ich auf starken Widerstand stoße? Leider ja. Also bereite dich gut vor. Wenn das nicht erreichbar ist, logisch. Wir haben den Planeten intensiv erforscht. Es sind also höchstwahrscheinlich keine Umweltfaktoren. Und Consolidated Mining hat sehr viel Erfahrung im Aufbau solcher Stationen. Mit reichlich Redundanz, um mechanische Defekte abzufangen. Hi, Erik. Einen wunderschönen guten Abend. Ich kriege diese Rutzelieferung schneller, als ihr gucken könnt. Ja, wenn sich jemand einmischt, kümmere ich mich darum, dass das Problem gelöst wird. Heraus, was passiert ist und berge die Lieferung. Ja. Die Mining Station heißt CM Station RC-1. Sie liegt auf einem Mond namens Carinae 3A im Carinae-System. Die Lieferung sollte im Forschungs- und Kontrollturm sein, aber die Außentüren sind verriegelt. Mit dieser Schlüsselkarte kommst du in die Minen und von dort aus in den Turm hinein. Viel Glück. Wenn wir das Rutizid haben, können wir meinen Plan endlich umsetzen. Boah. Gut. Gut. Man hat aber auch viel zu erzählen. Sauerei. Das heißt... Wir flattern aus Neon weg und kümmern uns um das Zeug, also Karin, nee, was? Hier oben. Karin, nee, nein. Ja, Mond, ja, Mond. Denn nicht möglich. Okay. Champ. Sag einfach Bescheid, dann fliegen wir los. Wir sind schon angekommen. Nein. Falsche Knopf gedrückt. Anlenden wollte ich. Landung im Gang. Thank you.
So, rausgehen. Wie ich das Spiel finde, naja, ich sag mal so knapp 112 Stunden sprechen für sich. Ich find's nicht schlecht. So, was? Extreme Kälte? Oh no. So. Was? Wo? Wie? Wer ballert hier? Oh. Noch jemand? Nichts. Schade. Wo sind die? Au. Unten. Oh. Der ist kaputt. Hier unten drin irgendwo? Boah, ich glaube, der ist hier. Und Level 46. Die Frage zu beantworten. aber hier gibt es da noch mehr Typen. Ich glaube, der ist ganz kaputt. Uni nehme ich. Obacht. Okay, Lager kaputt. ich glaube, die haben Kristalle gezüchtet. Oh, Mine. Aktivieren. Was haben wir hier Schönes? Kopfschmerzen. Hab ich gehört. Boah. So. Zeig, was du kannst. Kopfschmerzen oder? Du denkst, du kannst dich verstecken. Eine Schippe Aspirin noch. Ja, gut, dann explodiere halt in mein Gesicht. Danke. Wäre cool, wenn du das nächste Mal fragen würdest. Ja.
Snipergewehr, haben sie gesagt, ne? Das Ding kann ja gar nichts. Erik, um deine Frage zu beantworten, es kommt auf deinen persönlichen Spielstil drauf an. Wenn du halt alles sammeln willst, dann würde ich es nicht machen. Wenn du dich von Sachen trennen kannst, dann ja, mach's halt, um Kohle zu verdienen. Aber ich selber habe irgendwas um 1,3 Millionen und habe kaum Geld ausgegeben. Also man kriegt genügend Geld, sagen wir es mal so. Hm? War was Wertvolles dabei? Oh, ein Dietrich. Huch. Wow. Hey. Ganz ruhig. Ja, bin ich. Schulzi, ich bin ein Geizhals, das stimmt. Oh oh. Hey. Im Schiff ist das Schiff, also wenn du größere Schiffe findest, kannst du auch deutlich mehr lagern. Du bist erledigt. Und da liegt mein ganzer Kram. Ich sterbe. Wie, du stirbst? Achso. Soll dir einen Arsch schießen? Ja, gar kein Problem. Ey, 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 ey. Die Entdeckung. Was passiert hier? Wo kommen denn die schon alle her hier? Kann ich hier. Hier. Du hattest keine Chance. Seh nix. Boah, was ist denn hier nicht in Ordnung? Ja doch, das Anfangsschiff hat auch quasi ein Inventar. Bist du mal, wenn du da auf dem Schiff bist, mit oh oh. Ich denke, die Dinger sind kaputt hier. Oh oh. Oh oh. Au. Vor Eigenbeschuss. Oh oh. Gib lieber auf. So. Darf ich jetzt mal hier drüber looten? Schwere Partikel, okay. Guck einfach, wenn du im Schiff bist, drück in dein Inventar hinein und dann schau unten, was du für Knöpfe für Auswahlmöglichkeit hast. Ich glaube, ich irgendwie mit Q umschalten zwischen den verschiedenen Inventaren. Whiteout. Nehmen wir, ne? Was ist das? Razorback? Naja. Nehmen wir einfach mal mit. So. Aha, schwere Lustrad. Will ich nicht. Weg damit. Ablegen. Du hast ja hier unten immer die verschiedenen Knöpfe, falls es überhaupt gerade sichtbar ist. Und dann kannst du halt auch. Also hier oben siehst du auch die verschiedenen Inventare. Je nachdem, wo du halt bist. Achso, ja, Xbox, ja, keine Ahnung. Den Knopf kenne ich nicht. Du.
Aber es müsste ja trotzdem irgendwo unten in der Leiste sein, wo du dich zwischen Inventar. Also wenn du auf dem Schiff bist, dann soll es da auf jeden Fall funktionieren. Dass du da zwischen den verschiedenen Inventaren hin und her schalten kannst. Da nehme ich dich mit. Der hier. Oh, Muni. Jacke? Jacke? Nee, Horn. Nehm ich. Mag ich ja. 19.000 und macht nur 15 physischen Schaden. Das ist doch sinnlos. Hier noch Dinge mitnehmen. Credits nehme ich natürlich immer mit. Hier noch drin. Noch mehr Credits. Nur freilich. Ich hier ein bisschen Muni. Pickelfusion. Notfallkit. Anderes Gedöns. Lass mal das hier kaputt machen, bitte. Fahr ich wieder nach oben? Warum fahre ich wieder nach oben? Ich denke, ich soll in die Mine rein. Wie jetzt? Ah, okay. Die läuft noch bis morgen. Weihnachten. Oh. Das war nicht gut. Upsi. was ist denn hier modifiziert? Rumbeat, naja, geht so. Nichts Gescheites drin. Ne. Also ich weiß nicht, wie viele Schiffe es gibt. Ja, Schulzi, ich clever sein. Ey, das war ein volles Lager. Was willst du machen? Ich habe nur eine Kugel verschwendet und dann fast gestorben, aber... Hey. Ein Anzug. Wegen 50% weniger. Okay, das ist nicht schlecht. Oh, Boost Pack. Komisch aus. War jetzt wertvoll. Jetzt nehmen wir das mit. Nein. Okay, der ist nicht so wertvoll. Gut. Medipack. Warum Medipack? Da ist noch eins. Ah, weg hier. Stufe 64, ach du Heilige. Du besiegst mich nicht. Traumapack bitte. Okay. Müsste, glaube ich, alle tot sein hier. Warum? Soll ich von denen irgendwas mitnehmen? Vielleicht abhängig von deiner Gesundheit bis zu 100 in der. Will ich aber nicht. Nein. Dann weiß. Die nehme ich. Die Kriegsbeute. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Computer.
Nachrichten. Danke. Nope. Jo. Aha. Jo. Sehe ich genauso? Ja. Das würde ich auch so machen. Lieferungen. Klinik geliefert. Ryujin storniert. Sales Lieferung an Klinik umgeleitet zu Händen, Doktor. Okay. Okay. Hey. Mich. So. Ja. Hat er auch noch was gehabt? Guck mal, da schläft. Eine ST-Niete. Was hat denn? Eine Nietpistole. Hab ich noch nicht. Glaube ich. Notfallkit. Galian. Arbeiter gelb. Galians Dingsbums nehmen wir einfach mal mit, ne? Weiß er nie. Nehme ich. Ah, okay. Hier kommen wir wieder raus. Was ist denn hier drin? Komischer Krummsäbel. Nämlich. Mikrosekundenregler. Astra? Was blinkt, glitzert. Nämlich. Oh oh. Die seltene Währung kann überall in der Galaxie gefunden werden, sobald du zum Hauptquartier der Track Alliance gehst. Okay. Achso, das war's hier wieder. Gut. Lebt ja noch was? Nee, ne? Oh, schade. Ich dachte, das kann in die Luft fliegen. Gut, das fliegt nicht in der Luft. Das hier ist mein Schiff. Das kleine da. Hm? Laufe ich auf Kieselstein oder? Okay. Einsteigen. Scheint alles noch da zu sein. So, zurück im Schiff. Inventar. So. Dann habe ich hier auch die verschiedenen Inventar. Da habe ich dann hier unter anderem auch das Schiff. Da kann ich auch. Oh, wo ist denn das? Die ist aber nett. Hologramm ist hier. Weil ich so schöne Waffen habe hier. Die brauche ich nicht. Und die lege ich ins Schiff. Auch da rein. Intermesser. Razorback. Und. Eaten. Ding da. Puff da. Nein. Wo ist Ember? Hier. Waffen. Hier ist die Ember. Hier noch irgendwo Platz? Nee, ne?
Für 1,5 kV. Ein Fünfer. Wir können ja auch mal die dagegen tauschen. So. Witz. Abheben. Wir heben ab. Fester Orbit erreicht. Hallo, 7 Up. Und jetzt glaube ich wieder zurückflattern. Muss ich denn hin? Notizen. Geheimdingsbuch. Außenposten. Verdammt, was habe ich denn gefunden? Vielleicht auch brauch. Viel Kram dabei. Lies den Vertrag. Toll. Gut. Erfolgreich weggeklickt. Notizen. Irgendwo müsste ein Vertrag sein. Aber Sache? Ich bin erst 2 Tage im Schloss und wäre fast schon draufgegangen. Im C-Block gab es eine Riesenschlägerei und Gillespie schickte uns, sie zu beenden. Waren wohl ein 50 Insassen. Wir hatten es fast unter Kontrolle, als mir einer ein selbstgebasteltes Messer ins Bein rammte. Zum Glück zogen die anderen Wachen mich rechtzeitig raus. Das Genie, das den Laden hier entworfen hat, dachte wohl nicht daran, dass die Häftlinge aus dem Permafrost Waffen schnitzen würden. Vertrag, Anweisung, Auslieferung, Abfangen, die für Vigilance beiden zu dienen. Hendrik Lane, Iron System Freestar Kollektiv. Darf keine Zeugen geben. Oh, die sind alle ein bisschen Prost. Ah, dann. Klinik. Ja, und die Klinik. Schump. So wenig Energie. Haben wir ein Upgrade gekriegt? Es stand nur im Vertrag drin. Ansonsten alles gut. Andockerlaubnis für Klinik erteilt. Die beste medizinische Einrichtung der besiedelten Systeme. Okidoki. Rein da. Oh Gott. Dieser mit Handbremse angedockt hier. Die Luftschleuse ist intakt. Ein Glück, dass sie intakt ist. Ja, dann rein da. Guck, was die Klinik dazu sagt. Ich musste noch nie hier behandelt werden. Gar nicht. Hoffentlich bleibt das auch so. Hey. Hallo. Ich bin schon mal nicht in Gefahr.
Ey, was geht ab? Darf ich da rein? Unbefugten ist der Zutritt verboten. Nur Personal. Ich gehöre zu einer geheimen Gesundheitstaskforce. Ich soll hier einen Ausbruch untersuchen. Einen Ausbruch? Davon weiß ich gar nichts. Wie gesagt, geheim. Wir wollen nicht, dass Panik ausbricht. Behalte das also bitte für dich. Gut. Hier ist eine Zugangskarte. Viel Glück. What? Okay, das war einfach. Wie? Sean, ich will das nicht nochmal durchkauen. Ich bin müde, okay? Heute mal nicht. Das kann doch für dich nicht okay sein. Du hast ein Eid abgelegt und verstößt gerade dagegen. Hey, das Zeug ist da, auch wenn ich nicht weiß, was ich jetzt damit machen soll. Vielleicht ist die Genehmigung ja wirklich unterwegs. Und jetzt geh bitte zu Kai. Sieh nach, ob er stabil ist. Ich will ihn nicht verlieren. Wir kriegen das hin. Versprochen. Aber wenn wir Kai verlieren, gehe ich zu SNN. Mir ist meine Karriere mittlerweile scheißegal. Geht mir auch so. Ich will nur den Tag durchstehen. Hey, wer hat dich reingelassen? Zutritt verboten. Ich habe Erfahrung mit Kummerpatienten. Wenn du mir sagst, was los ist, kann ich vielleicht helfen. Okay, ich sag's dir. Wir haben einen Vertrag mit Infinity LTD. Für irgendetwas, das sie Dominion-Projekt nennen. Dr. Lane und ich sollten Versuche bei mehreren Freiwilligen durchführen. Bislang hat nur ein Patient überlebt. Wenn du einen einzigen Überlebenden hast, war dein Projekt noch nicht bereit für den Praxistest. Das ist wohl wahr. Als Infinity uns eingestellt hat, hieß es, die Genehmigung für Studien an Menschen wäre schon im Gange und würde in ein paar Tagen vorliegen. Aber es kam nichts. Wenn wir fragten, sollte es immer nur noch ein paar Tage dauern. Aber wir machten weiter. Bei dem Geld und dem möglichen Erfolg war es einfach, sich zu sagen, dass das schon irgendwann kommt. Sean, was zur Hölle ist hier los? Wer ist das? Guten Tag. Für die Klinik und Infinity dafür... Alter! Oh. Dankeschön, Erik, für dein Follow. Ihr werdet die Klinik und Infinity dafür in die Öffentlichkeit bloßstellen. Infinity lässt euch die Drecksarbeit machen und kommt ungeschoren davon. Könnt ihr die ganzen Leute sterben lassen, ohne irgendwas zu unternehmen? Glaubst du, wir hätten untätig zugesehen? Wir haben alles getan, um sie zu retten. Du hast keine Ahnung, wie viele Stunden wir im OP standen und wie genau wir jeden Einzelnen überwacht haben. Infinity lässt euch eben die Drecksarbeit machen und kommt ungeschoren davon. In solchen Augenblicken denke ich immer, ich muss es nur jemanden laut sagen hören. Sean hat die Wahrheit gesagt. Wir dachten, die Genehmigung würde jeden Tag kommen, also haben wir weitergemacht. Als wir es langsam kapiert haben, war es schon zu spät. Wir haben zu tief in der Lüge mit drin gesteckt. Ärzte sollten moralisch handeln. Genehmigung hin oder her. Übel, viel Spaß im Knast. Wenn ihr jetzt aufhört, könnte ich einen Weg finden, euren Namen aus der Sache herauszuhalten. Großkonzern kann man nicht über den Weg trauen. Musstest du jetzt... hier. Ich versuche, euren Namen reinzuwaschen. Glaubst du wirklich, das geht? Habt ihr zwar Mist gebaut, aber die wahre Schuld liegt bei Infinity. Schön, dass du es so siehst. Die Öffentlichkeit wäre nicht so gnädig. Unsere Kollegen auch nicht. Tu einfach, was du tun musst. Du kannst uneingeschränkt auf meinen Computer zugreifen. Und danke. So sehr ich bereit war, beruflichen Selbstmord zu begehen, fand ich den Gedanken schlimm. Einsicht. Boah, ein bisschen Drecksarbeit machen. Ich hätte nie meinen Stolz über Menschenleben stellen dürfen. Moment. Computer, hat er gesagt. Persönliche Aufzeichnung. Aha. Oh Gott, Text. Hilfe. Nein. Oh, falscher Knopf. Wahrliche Bedenken. Aha. Okay. Jo. Perfekt. Oma. Okay. Oma.
Experimentelle Legierung Titan, Grad 125. 28? Ah, nur mit Titan. Hier. Einführung. Aha. Text. Forderungsziele. Jo. Deswegen kam das Mineral hierher. Boah, das ist eins. Das war ja viel zu einfach, hier reinzukommen. Ich hätte mit viel mehr Gegenwehr. Warte. Weil ich jetzt die Wache so einfach überreden konnte. Ja, so, hier ist nicht. Wenn Systeme einsatzbereit sind, können wir starten. Ja, war ich doch schon. Cooler Raumanzug. Oh, ne? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer. Abdocken? So einfach da reingekommen und so gut überreden können? Und wir sind frei. Ich denn hier? Warte mal, irgendwo war das doch hier mit. Die Boden im Kampf, physisch, bla bla bla, aber keine haben eine Chance, selbst zu erholen, wenn sie am Boden sind. Mal. Irgendwas wollte ich noch. Habe ich. Nehme ich. So. Liegen. Jetzt Schubdüse einsetzen. Aha. Wendet aber die Manövrierfähigkeit des Schiffs. Was wollte ich doch nochmal? Solchen Handel. Überzeugen. Hier, überzeugen. Klick. Meister. Wie viele Punkte habe ich noch? So einen. Ich klicke mich hier einfach durch. Okay, das. Überzeugen haben wir komplett. Und dann. Nö. So. Dann fliegen wir mal zurück zu Ryujin. Und das wird wahrscheinlich die letzte Aktion werden für heute. Ah! Oh, Erik, wir machen jetzt letzte Aktion. Was? Scan? Wie scan? Jetzt? Muss freigeschalten? Nee. Ja. Leon, Attacke. So, zurück zu Masako. Stell bloß nichts ab. Forschung entwickeln. Nee, Schulze, heute gibt's leider keine Nachtschicht. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ja, habe ich verstanden. So, bevor ich auch da reingehe, würde ich dann hier auch den Break machen. Weil dann habe ich gleich einen Cliffhanger fürs nächste Mal, falls ich nicht vergesse, was ich wieder vorhab. Ja, für YouTube. Ja, viel erreicht. Viel geschafft. Und wir versuchen uns tatsächlich weiter in Ryujin hochzuarbeiten. Und arbeiten an dem Plan, Masako zu stürzen. Dass Olaru tatsächlich CEO wird. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ansonsten, in dem Sinne, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!